iPhone 14 Pro oder Samsung Galaxy S22 Ultra. Es sind die wohl zwei besten Smartphone-Modelle im Jahr 2022. Grund genug, warum ich diese beiden Geräte miteinander vergleiche und euch ein Fazit liefere, das ein, nun ja, wie sagt man, Geschmäckle hat. Was ich genau damit meine, das erfahrt ihr heute in diesem Video, also bleibt dran. Mein Name ist Oliver, willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute über das iPhone 14 Pro und das Samsung Galaxy S22 Ultra. Beide Geräte habe ich ja hier schon auf meinem YouTube-Kanal getestet und jetzt vergleiche ich sie miteinander und möchte euch bei einer potenziellen Kaufentscheidung helfen. Und nun ja, es gibt auch ein Problem bei diesen Geräten. Was ich damit genau meine, das erfahrt ihr später in diesem Video. Bevor wir zu viel Zeit verlieren, würde ich einfach sagen, los geht's. Ihr habt Lust auf ein iPhone 14 Pro, dann nutzt eure Gewinnchance, denn es ist noch komplett frisch verpackt. Wie ihr ein iPhone 14 Pro gewinnen könnt, das erfahrt ihr in meinem Video, also nutzt eure Chance, los geht's. Beide Smartphones sind auf jeden Fall hochwertig verarbeitet und das merkt man jedes Mal, wenn man sie in die Hand nimmt. Doch am Ende muss ich sagen, das iPhone 14 Pro erscheint mir nochmal einen Tick eleganter. Vielleicht liegt es am kantigen Design, doch alles in allem fühlt es sich für mich nochmal etwas hochwertiger an. Aber schiebt man das mal leicht auf Seite, denn oft ist es eine Frage der Ästhetik, was einem besser gefällt, beginnen wir mit dem Display. Und hier ist das iPhone 14 Pro kleiner, kompakter, kräftiger. Ja, und das merkt man aus den unterschiedlichsten Gründen. Denn man liefert hier ein 6,1 Zoll großes Display, das mit einer extrem hohen Strahlkraft selbst bei Sonneneinstrahlung punkten möchte und auch im direkten Vergleich muss ich sagen, es tut es auf jeden Fall. Das neumodische Design mit dem Dynamic Island ist am Ende Geschmackssache, aber es ist mal wieder ein Hingucker. Was man in diesem Jahr geliefert hat, ist ein Always-On-Display, das definitiv überzeugt, auch wenn die Einstellungsmöglichkeiten sehr gering sind. Jetzt habe ich aber lange genug für das iPhone gesprochen. Es gibt aber auch Dinge, die mir am S22 Ultra definitiv gefallen. Und das ist nicht nur das Design, aber auch die Tatsache, dass das Display trotzdem sehr farbenreich ist und die 120 Hertz man hier teilweise sogar noch mal mehr merkt als im iPhone 14 Pro. Beide Displays überzeugen also wirklich. Am Ende ist es aber der Formfaktor, der mir beim iPhone 14 Pro besser gefällt, denn ich komme vom iPhone 13 Mini und mag keine ganz großen Smartphones. Weiter geht es dann mit Performance, Power und auch mit dem Betriebssystem. Und hier geht der Punkt, ja, nun ja, zumindest beim Prozessor auf jeden Fall an Apple. Denn mit dem A16 Prozessor hat man eine sukzessive Weiterentwicklung im 4-Nanometer-Verfahren auf den Markt gebracht. Nun ja, Samsung, die tun sich einfach schwer. Mit dem eigenen Exynos 2200 ist ihnen definitiv kein Gewinn gelungen, denn auch wenn man diesen nur Gott sei Dank in Europa anbietet, schauen wir mal wieder in die Röhre. Der Qualcomm-Prozessor wäre weltweit einfach viel, viel besser, da er nicht nur energieeffizienter ist, sondern auch wesentlich mehr Leistung liefert. Der Exynos-Prozessor, den wir hier bekommen haben, hat lange Zeit für sehr viele Ruckler gesorgt, auch in Kombination mit der One UI, aber man hat es immer noch nicht wirklich in den Griff bekommen. Ja, iOS ist sehr sperrig, es ist nicht so offen, es ist halt nicht Android. Ja, aber man weiß, was man bekommt und es funktioniert einfach so flüssig wie, nun ja, vielleicht kein anderes System, das einfach an dieser guten Symbiose zwischen Software und Hardware liegt. Und daran muss Samsung leider arbeiten. Auch wenn man große Schritte nach vorne gemacht hat, gerade was die Update-Politik angeht, geht dieser Punkt eindeutig an Apple mit dem Prozessor und naja, eigentlich auch mit iOS. Das heutige Video wird euch präsentiert von ESR. Tech made easy ist ihr Motto und das merkt ihr beim Smartphone-Zubehör. So zum Beispiel ab dem iPhone 12 heißt, wenn euer iPhone den MagSafe-Standard unterstützt, dann seid ihr hier genau richtig. Beispielsweise mit dem Halo Look 3 in 1 Wireless Charger mit Cryo Boost, denn der ermöglicht Fast Charging für euer iPhone, aber ihr habt auch die Möglichkeit, eure Apple Watch und eure AirPods darüber aufzuladen und dabei wird das Gerät gleichzeitig gekühlt. Seid ihr unterwegs und könnt den Charger nicht nutzen, dann ist vielleicht die Halo Look Kickstand Wireless Powerbank etwas für euch, denn die gibt es mit 5000 mAh und 10.000 mAh Akku und gleichzeitig ist hier ein Kickstand verbaut, mit dem ihr also weiterhin Inhalte von eurem iPhone konsumieren könnt. Passenderweise könnt ihr dazu auch die ESR Cases nutzen. Na, habt ihr Interesse daran? Dann checkt gerne mal die Links in der Videobeschreibung ab und sichert euch gleichzeitig nochmal mit dem passenden Code
Code Rabatt auf die genannten Produkte. Also schaut jetzt gerne vorbei bei ESR. Kommen wir zu der vielleicht schwersten Kategorie, was diese beiden Smartphones angeht, und es ist die Fotografie. Es wäre jetzt ein leichtes zu sagen, man vergleicht einfach nur die Megapixel miteinander. Und hier hat Apple nochmal nachgelegt, man hat eine 48 Megapixel Hauptkamera, 3 Kameras insgesamt, bei Samsung sind es 4, okay. Aber am Ende entscheidet doch die Bildqualität. Und hier ist eine Sache ganz deutlich, denn macht ihr normale Fotos, ist der Punkt definitiv beim iPhone. Geht ihr in Richtung Zoom, no way, dann ist es am Ende Samsung, die halt einfach mal einen 100-fachen Zoom anbieten. Aber auch hier merkt man, alles in allem gefällt er mir einfach besser. Mr. Who's the Boss hat dazu ein echt detailreiches Video gemacht. Das verlinke ich euch einmal hier oben oder vielleicht auch unten in der Videobeschreibung, denn dort geht er nochmal sehr detailliert darauf ein. Aber auch die Aufnahmen in der Nacht gefallen mir beim iPhone am Ende schon besser. Und spätestens, wenn es um den Videomodus geht, komm mal, da kann Apple schon lange niemand etwas vormachen. Der neue Action-Mode fühlt sich einfach top an, die Aufnahmen sind cool und der Cinematic Mode, also dieser Kinomodus, ist jetzt mit 4K und 30 FPS möglich und das ist ein ganz großer Schritt. Ja, ich möchte nicht abstreiten, Samsung hat viele dieser Modi schon vorher und man dachte, dass sie es vielleicht am besten können, aber Apple zeigt es mal wieder, es kommt später und es funktioniert einfach besser. Und so geht der Punkt mit Fotografie und auch Videos definitiv an Apple. Auch wenn der Umfang insgesamt nicht so groß ist, die Auswahl bei Samsung ist wesentlich größer, geht es am Ende aber um die rudimentären Dinge und die sind bei Apple verankert und sie funktionieren einfach. Deshalb geht der Punkt in Richtung Kamera auch an Apple. Sprechen wir jetzt über den Akku und viel wichtiger ist doch vielleicht auch am Ende die Akkulaufzeit. Denn bei Apple weiß man nie so genau, wie groß ist dieser Akku eigentlich. Ich habe lange recherchiert, 3200 mAh sollen das sein. Bei Samsung weiß man ganz genau, es sind 5000 mAh. Aber das sind Werte und am Ende geht es um Ergebnisse, die man hier erreichen kann. In puncto Ladegeschwindigkeit liegt Samsung vorne und das, obwohl sie nicht mal das schnellste Charging auf dem Markt anbieten. Wir kennen hier Hersteller, die mit 150 oder mittlerweile 200 Watt punkten, doch beide Hersteller gehen es etwas konservativ an. Und das ist auch okay, denn auf lange Sicht, und das möchten beide Hersteller, soll der Akku immer noch funktionieren. Und das insgesamt mindestens 5 Jahre. Und das funktioniert nun mal nicht, wenn wir extrem viel Power in kurzer Zeit in diesen Akku reinschieben. Doch genug darüber. Die Akkulaufzeit beträgt bei mir, beim iPhone 14 Pro, 1,5 Tage. Ein guter Tag ist es aber am Ende nur beim Samsung Galaxy S22 Ultra geworden. Das bedeutet eine Screen-On-Time von 6 Stunden, die ich bei Samsung erreicht habe, und 7,5 Stunden sind es bei einem iPhone 14 Pro. Und da merkt ihr schon, da kickt das Ganze irgendwie. Es sind kleine Unterschiede, denn am Tagesende laden wir unser Smartphone so oder so. Beide Smartphones können auch kabellos geladen werden. Hier gibt es kaum Unterschiede bei der Ladegeschwindigkeit. Der Sound zum Beispiel gefällt mir auch beim iPhone dieses Jahr wieder besser. Er ist etwas klarer und er hört sich einfach sauber verarbeiteter an. Aber dann gibt es Highlights bei Samsung zum Beispiel. Ihr habt einen Stift. Ja, ihr habt einen Stift, mit dem ihr produktiver auf eurem Samsung Galaxy S22 Ultra arbeiten könnt. Doch die Frage stellt sich, wer macht das am Ende? Leider sind es immer weniger und ich habe auch noch nie dazu gehört, Grund genug, warum man die Note-Reihe vielleicht am Ende eingestellt hat. Dann kommt aber diese Preisfrage und hier stellt man relativ schnell fest, es liegen immer noch 300 bis 400 Euro zwischen diesen beiden Modellen und das S22 Ultra bekommt ihr mittlerweile verdammt günstig, weil es aber auch schon wesentlich länger auf dem Markt ist. Und damit fällt für mich persönlich die Entscheidung relativ leicht, denn ich entscheide mich für ein iPhone 14 Pro im Vergleich zum Samsung Galaxy S22 Ultra. Aber die Sache ist am Ende trotzdem, mit welchem Betriebssystem fühlt ihr euch wohler? Denn wenn ihr Apple und iOS einfach nicht mögt, dann kann dieses Smartphone noch so gut sein, die wenigsten überlegen sich dann umzusteigen. Und wir sind bei Kosten angekommen von 1400 Euro für ein Smartphone, wo man sagen muss, puh, wer soll sich das überhaupt noch leisten? Und dann kommt diese eine Sache, über die ich am Anfang vom Video gesprochen habe. Und das ist, es tut sich nichts mehr. Es sind kleine Sachen, die man verändert. Man hat bei Apple auch minimal an der Hardware geschraubt mit einer neuen Hauptkamera und auch Dynamic Island ist cool, aber es ist der große Wurf und man merkt, da kommt einfach nicht mehr. Man versucht viel über Software zu liefern, dass man Action-Modus mit dabei hat etc. Aber das ist keine Hardware, also versucht man mehr über die Software zu kommen. Auch bei Samsung sieht es genauso aus. Beide Hersteller haben sich aber daran gewöhnt, mit kleinen Schritten nach vorne zu kommen, denn der Konsument weiß am Ende, bei beiden Herstellern
Egal für welchen ihr euch entscheidet, bekommt ihr einfach Top-Qualität geboten. Und damit sind die Schritte am Ende kleiner und vielleicht sollte man erst recht jetzt überlegen, sollte man sich nicht vielleicht besser für den Vorgänger entscheiden? iPhone 13 Pro oder 14 Pro? Dazu habe ich ein Video hier auf meinem Kanal. Und auch S22 Ultra gegen S21 Ultra und bei beiden Modellen wird es relativ schnell klar. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Vergleich heute helfen. Bin gespannt, was ihr zu diesem Video sagt. Schreibt es also gerne unten in die Kommentare. Wie immer gilt, bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.